Willkommen zurück, Leute, zu WoW Legion. Und auf der Suche nach Quest bin ich hier in der Silberwind-Zuflucht gelandet. Eigentlich dachte ich, müsste weiter nach rechts, aber irgendwie dachte ich, den Flugpunkt hier habe ich ja noch gar nicht. Zufälligerweise wird uns der nächste Quest genau dahin führen. Hier haben wir nämlich etwas sehr Merkwürdiges entdeckt. Bombenlieferung gefällig. Das ist sicherlich die größte Sprengstoffladung, die ihr je zu Gesicht bekommen habt. Was in aller Welt würden die Goblins mit so einem Monstrum bombardieren wollen? Soweit ihr das beurteilen könnt, ist das Werk fast vollendet. Die Goblins scheinen den Sprengsatz gut konstruiert zu haben. Es sieht so aus, als ob er gut geschützt ist gegen jeden Schaden, den ihr ihm zufügen könntet. Und die Bombe ist sicherlich zu groß, als dass ihr sie von hier vortragen könntet. Ihr solltet die Bombe besser Jägerin Yalin auf der Sternstaubhitze im Südwesten melden. Das werden wir natürlich tun. Mit Vergnügen nehmen wir einen neuen Quest an. Huch, da kommt auch schon wieder der Gegner. Nicht so gut. Und wir werden uns hier fortbewegen. Dahin, wo wir noch nicht waren. Reiten auf unserem gestreiften Dämmersäbler los. Ich wurde auch gerade schon von einem Hordenmitglied getötet. Die Schweine backen. Ich war nebenbei beim Gucken, welches eigentlich die nächsten Dungeons sein können. Ach, guck mal hier. Freunde. Endlich mal. Schön. Ja, vielleicht kehren wir hier auch nochmal zurück. Schön, dass es hier auch noch Gleichgesinnte gibt. Gerade eben jedenfalls. Ich stand einfach auf dem Weg, nebenbei ein bisschen rumgegoogelt und gelesen. Und dann zack, töten die mich einfach. Finde ich immer total blöd, vor allem wenn die sehen, dass man ja selber auch noch gar nicht so weit ist und wahrscheinlich gerade einfach nur kurze Pause einlegt oder levelt und man denen gar nichts getan hat. Muss man sich dann immer zwingend umbringen? Naja, PvP halt. Ach ja, Bärchen, willst du mitkommen? Dann komm mit. Zusammen reiten wir dahin. In eine Gegend, wo wir noch nicht waren. So, Eschental mal wieder. Und? Ist das jetzt hier oben Sternstoppspitze? Ich glaube, da oben könnte es sein. Das sieht doch gut aus. Ja, wunderbar. Sehr schön. Und hier sind auch neue Quests. Juhu! Wieder mal eine neue Gegend entdeckt. Erstmal der Flugpunkt. Der ist immer wichtig. Das wäre dann Sternstoffspitze Eschental. Okay, alles klar. Haben wir. Hier können wir das dann abgeben. Hallo. Da ist die Jägerin. Jein. Sie haben was? Sie ist wie groß? Das hört sich gar nicht gut an, Alexiel. Das stimmt. Jägerin dort. Was ist das? Was denn? Ist sie das da drüben, Alexel? Wenn es der Horde gelingt, dieses Ding zu zünden, ist dieses Land verloren. Ja, wir werden das schon hinkriegen. Das Experiment, Expertengremium der Goblins. Wenn wir die verdammten Bombenangriffe durch diese Goblin-Machtwerke stoppen könnten, wären wir in der Lage, einen Gegenangriff zu starten und die Silberwindzuflucht zurückzuerobern. Meiner Erfahrung nach sind Goblins entweder faul oder unproduktiv oder so eifrig, dass sie sich ihrem Sprengstoff schließlich selbst in die Luft jagen. Zu unserem Unglück werden sie von den genialen, leitenden Bombentechniker Spiodier angeführt. Begeht euch in die Stinkwerke an der Westseite der Zuflucht und kehrt nicht zurück, bis ihr den Kopf des leitenden Bombentechnikers in Händen haltet. Okay, sie haben unsere Gnome, der Sprengstofftrupp. Der Gnome, die wir aus der Tüftlerstadt angefordert haben, ist letzte Woche eingetroffen, gerade rechtzeitig, um uns bei einem Angriff der Horde zu unterstützen. An dem Tag haben wir viele Soldaten verloren. Der Großteil der Gnomentruppen ist gefallen. Jetzt steht uns das Wasser bis zum Hals, der Silberwindzuflucht ist verloren und wir haben nur noch ein Dutzend Gnome. Ich flehe euch an, helft uns, Alexiel. Reist nach Osten zur Silberwindzuflucht und seht nach überlebenden Gnomen. Seht euch nach überlebenden Gnomen. Sie wurden alle von einem großen, gnadenlosen Ork namens Sundrak weggekarrt. Findet ihn und findet unsere Gnome. Delnadris. Ja, auch wir wollen mal Gnome retten. Was haben wir hier noch? Professor. Freut euch zu sehen. Professor Xak. Oh Gott, was für ein Name. Ihr müsst gehen in die Osten nach Stinkwerk und Olen von ihnen etwas von der dreckigen Goblin-Technik. Ihr werdet finden sie bei der Goblin-Technik. Für diesen Will habe ich mir sicher nicht gemeldet. Ich könnte jetzt Mac-Hadil dabei helfen, Gnome Regan zurückzuerobern. Ihr macht euch zu viele Sorgen, Gnome Boots. Geht beruhigt euch erstmal. Mit seinem Akzent. Professor Xak lacht spöttet. Goblin-Techniker? Was soll das sein? Professor Xak zuckt mit den Schultern. Ein Oxymoron? Holt Aschstücke dreckige Goblin-Technologie. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Oh mein Gott. Kann die Quest langsam nicht mehr lesen.
Sind euch die beschmutzten Wasserelementare in unserem See aufgefallen, Alexia? Sie sind ein jämmerlicher Anblick, aber ich weiß nicht, woher sie kommen. Man hat mir schon von euch erzählt, vielleicht könntet ihr mir helfen, dieses Problem zu beseitigen. Als erstes müssen wir herausbekommen, wer diese Elementare kontrolliert. Die Rückeroberung des Mistralsees. Okay. Wir hätten die Silberwind-Zuflucht ohne weiteres gegen den Ansturm der Horde halten können, wenn sie uns nicht die Kontrolle über unsere Wasserelementarverteidiger am Mistralsee entrissen hätten. Einer ihrer Schamanen hat Tideres heraufbeschworen, einen alten, wütenden Wassergeist des Waldes, der unsere Elemente besudelt und gegen uns aufgebracht hat. Da sowohl der See als auch die Horde über uns hereingeboren sind, hatten wir keine andere Wahl, als uns hierher zur Spitze zurückzuziehen. Begebt euch nach Osten, erobert den See zurück, sodass eine Chance besteht, dass wir eines Tages die Zuflucht wieder einnehmen können. Jawohl, wenn man keine Ahnung hat. Vor einigen Jahren hat Captain Kurzen aus Sturmwind eine Brigade ins Schlingendorntal gebracht. Die Einzelheiten seiner Mission sind immer noch unklar. In Kurzen fiel schnell dem Wahnsinn anheim, genau wie seine Männer. Außer einigen Rebellen, die es sie zur Aufgabe gemacht haben, das Böse des Kurzen angerichtet hat, ungeschehen zu machen. Wie ich bereits sagte, das war vor vielen Jahren. Jetzt ist mir zu Ohren gekommen, dass Kurzen tot ist. Doch diese Rebellen bestehen immer noch auf ihre Rebellion. Wenn ihr Ermittlungen anstellen wollt, findet ihr sie in der Lage an der nördlichen Grenze Schlingendorntal. Lebt ja, Schlingendorntal. Ich glaube, das ist ganz gut für uns, dass wir in neue Gegenden kommen, wo es dann auch mal ein bisschen wieder losgeht. Was ist das hier für ein Bogen? Habe ich alles schon, aber wir können hier alles direkt mal reparieren gehen. Okidoki, dann haben wir ja jetzt neue Quests und so. Geht los hier. Wo geht's denn hin? Ach so. Ganz eindeutig in die Richtung. Da ist ganz, ganz viel zu tun. Alles direkt mal angenommen. Und wenn wir Glück haben, führt uns das, wie gesagt, in neue Gegenden. Und wenn ich mich nicht täusche, gibt es da dann auch neue Dungeons. Ich habe immer das Problem, dass ich nicht weiß, wo die eigentlich sind. Und ich dann immer erstmal nachlesen muss, ob ich in welchen bestimmten Gegenden, wo wir schon waren, schon was übersehen habe. Aber ich glaube, im Moment war das noch ganz gut. Es gibt zwar auf niedrigeren Leveln auch Dungeons, die wir hätten machen können, aber die sind halt in komplett anderen Gegenden. Von daher sind das Gegenden, zu denen wir noch kommen. Und dann kann man die immer noch machen. Dann sind wir zwar schon wieder viel zu weit, aber der Aufbau ist halt etwas merkwürdig hier manchmal. Bin froh, dass wir überhaupt hier sowas gefunden haben. Sollen wir die einfach töten? Haben die irgendwas für uns? Ich habe so viel angenommen. Jetzt, okay, nee, die haben nichts. Wichtiges für uns. Können wir irgendwas tun? Auch nichts. Weil irgendwas ist hier ja wohl. Ich kann das nicht angreifen. Aha, okay. Dreckige Goblin-Technologie 1 von 8. Okay, gut, dann. Das sind also böse Goblins. Die eventuell immer mal was bei sich tragen. Okay, der nicht. Vielleicht immer nur die da an den, die da rumwerkeln. Können wir jetzt hier... Guck mal, hier, du da. Super, du bist auch jemand, den ich töten sollte. Wunderbar. Kann ich da noch irgendwie weiter hoch? Dass wir da irgendwie ein bisschen mehr noch reinkommen? Oder wie ist das jetzt hier so? Bin verwirrt hier. Eurer Technologie. Also seinen Kopf haben wir, den hatten wir auch schon mal getötet, gerade eben. Ich bin nur gefragt, ob man da irgendwie reinkommt. Rex ist übrigens bei uns, das ist dieser kleine T-Rex hier. Komm mal her, du. Uschi. Hast du irgendwie Technologie für uns? Jawohl. Das ist gut. Irgendwie habe ich den Weg da rein aber noch nicht gefunden, ne? Gibt es da irgendwie gar nichts drin oder bin ich einfach nur doof? Ja, bin ich denn bescheuert? Wo sind die denn? Hallo. Hier möchte ich nicht so gerne in den Schredder rein. Es muss doch irgendwie einen Weg da oben geben. Wer bist du denn? Du hast einfach mal Bock, dich mit uns anzulegen, okay?
und hast nicht mal was für uns fallen lassen. Ich versuche das jetzt nochmal hier. Hier ist keine Tür und nix. Du schon wieder. Kann ich hier irgendwie lang und hab's noch nicht gecheckt oder so? Hier so. Nee. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wo hier die Gegner sind, die da angezeigt werden. Das irritiert mich so. Hier war ich auch schon, aber da ging es ja auch irgendwie nicht rein. Ihr mit eurer komischen Gnomentechnologie. Ich verstehe euch nicht. Ja gut. Ich lasse es einfach mal hier und sammle weiter die Gnomen-Geschichten ein. Dafür brauche ich aber auch Gnomes. Gnomen. Da ist einer. Komm her. Da ist noch einer. Lasst mal was fallen. 3 von 8. Sehr schön. Hallo. 4 von 8. Der hatte nix. Da ist noch einer. Eine Gnomenfrau. Und du. Ich kann das nicht angreifen. Okay, den kann ich nicht angreifen. Alles klar. 5 von 8. Nix. 6 von 8. 7 von 8. Nur noch einer. Ich kann dieses Ziel nicht. Komm mal her. Weh, du hast den 8. jetzt nicht. Hallo. Ich kann das nicht. Och Mann. Immer der eine. Wieso kann ich ihn nicht? Vorarbeiter. Hätte ich den 8. jetzt? So, jetzt aber. Echt. Gibt's ja wohl nicht. Jetzt wieder schnell zurück. Was fehlt jetzt? Bog und Minx befreit. Okay. Dann müssen wir uns darum mal kümmern. Wo können wir denn die hier befreien? Wo sind die denn? Bestimmt in irgendwelchen Käfigen oder so? Keine Ahnung. Wo denn? Und wieso wird das hier direkt angezeigt? Hier ist doch nichts. Wie mache ich das denn mal? Rettet Bog den Zahnradflüsterer und Minx aus Schmerzensmeister Tundraks Wagen der nimmer entladenen Agonie. Seht euch nach überlebenden Gnomen um. Sie würden alle von einem großen, gnadenlosen Ork namens Tundrak weggekarrt. Findet ihn und ihr findet unsere Gnome. Hier, da sind sie doch. Da kommt er ja schon. Schmerz ist alles, was ihr hier findet, finden werdet, Nachtelfe. Ja, ist mir egal. Die freuen sich. Das ist, was wir erreichen wollten. Cooler Wagen. Sind die jetzt frei? Automatisch schon? Ja, ne? Ich glaube schon. Ach, so ist das. Ja, gut. Dann ist der Wagen ja hier automatisch vorbeigekommen. Prima. Dann geht es jetzt Rückeroberungen. Achso, der See kommt jetzt. Der gute See. Der beschmutzte See, den wir jetzt retten werden. Und da kümmern wir uns natürlich auch drum. Und da können wir hier die Wasserelementare oder was angreifen. Ist da vorne schon einer? Oder sind das irgendwelche dusseligen Fische? Das ist zu weit entfernt. Was sind das für Fische, Viecher? Keine Ahnung. Sieht aus, als wären das Gegner, aber... Ja. Ist er. Nein, 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 nein. Lasst mich ja in Ruhe. So, 1 von 12. Der kommt bestimmt gleich wieder. Ich habe ein bisschen Schiss hier. Vielleicht war das auch nur ein Versehen von dem. Aber nachdem ich gerade eben schon getötet wurde, habe ich eigentlich keine Lust, schon wieder drauf zu gehen. Darum geht's mir. So, wen haben wir jetzt? Hier haben wir Tideris oder so. Ich habe keinen. Ja, den haben wir mal eben auch gekillt.
So, Jetzt fehlen uns aber irgendwie immer noch so ein paar Elementare. Er dachte bestimmt, ich bin einer von denen. Dabei bin ich doch eine so friedliche Spielerin und greife doch gar nicht irgendwelche Leute einfach so an. So. Was ist da unten? Das ist gut, den brauchen wir. Ich bin außer Reichweite. 4 von 12, sehr schön. Da sind noch mehr. Ich muss näher ran. Och nein, oder doch? Doch. Nein! Komm mal mit hier. Lass mal den in Ruhe. Wir wollen uns ja jetzt hier nicht bekämpfen mit anderen. Wir wollen ja eigentlich nur die Gegner hier. Kommst du jetzt mal? Oder was wird das hier, Balthasar? Wenn ich dir sage, du sollst kommen, dann kommst du bitte. So, jetzt lassen wir uns alle schön in Ruhe. Ja, du lässt mich auch in Ruhe. Oh Mann, oh ey. Jetzt kommen die hier alle, die Gegner. Ah. Weh, greift mich hier zusammen an. So, da unten. Das ist gut. 7 von 12. Ein Ziel. Ihr wollt es wissen, oder? Das ist schön für euch. Leck mich. Ich hab doch gesagt, ich will das überhaupt nicht. Ich will das hier nur erledigt haben. 8 von 12. Mann, ey. Ja, so genau so läuft das. Heute mal mit ein bisschen weniger Cuts, weil ich hier aufpassen muss. Aber gut. So, da vorne ist noch einer. Ich bin außer Reichweite. Neun von zwölf. Ich will weg hier. Wir hatten gerade so Glück, dass ich nicht gestorben bin. Das ist da ist noch einer. Zehn von zwölf. Da unten laufen sie lang. 11 von 12. Ich glaube, unter Wasser hat man hier echt ein bisschen mehr Chancen. Und da ist wieder einer. Ich muss näher ran. So, jetzt haben wir es, ne? Ha! Endlich weg hier. Schön. Aber ich mag das Schwimmen eigentlich ganz gerne. Man kommt zwar langsam voran, aber manchmal entdeckt man einfach auch so schöne neue Gegenden, die man vorher gar nicht so kannte. Jetzt hauen wir hier schön ab. Weg hier. Tü-tü-tü-tü. Tü-tü-tü, nie was passiert.
Nee, die sind da vorne jetzt auch gleich wieder, wo wir sind. Dann bin ich aber sauer, du. Vor allem ist es so blöd, weil man halt selber auch immer die andere Seite hier ausspielt. Also ich spiele ja auch total viel Horde. Ich könnte jetzt mit der Horden-Blut-Elfe hierher kommen und den einen auf den Deckel geben und sagen, ey, lasst mich in Ruhe, aber nein. So, jetzt geben wir erstmal alles ab. Habt ihr den widerwärtigen verschwanzten Goblin zum Schwein gebracht? Ja, haben wir. Das ist gut, ohne ihn fallen ihre Techniker sicher wieder zurück in ihre alten Gewohnheiten, was zu weniger Bomben und mehr Unfällen führen wird. Habt Dank, Alexei. Traurige Kunde bringt ihr vom Rest der Gnomentruppe, aber zumindest konntet ihr ein paar retten. Dafür bin ich euch dankbar. So, dann der komische Akzenten. Wo ist die Schrott? Habt ihr es? Ah, die Schrott. Au, Mangel kommen. Das ist die letzte Teil von die Puzzle. Jetzt ich mach. Muss marschen fertig. Achtung, Achtung, Alexei. Richtig schlecht gesprochen, aber egal. Gut gemacht, Alexei. Nun, da die Ränge der beschmutzten Wasserelementare dezimiert sind und Tidaris wieder in den See verbannt wurde, sollen wir einen Gegenangriff auf die Silberwindzuflucht starten können. Schildwache runzelt die Stirn ein wenig und Sorge huscht über ihr Gesicht. Sobald wir mit der Verteidigung der Spitze fertig sind. Seid vorsichtig. Okay, okay. So, jetzt hat der hier auch noch was für uns. Seid ihr aber groß. Ich finde es immer so süß, wenn die das sagen. Also, dieser Nachtelfen haben einen verzweifelten Hilferuhr an uns geschickt, der sich so anhörte. Gnomenbus verstellt seine Stimme, um wie eine Frau zu klingen. Bitte kommt und helft uns, die große gemeine Horde hat Goblins. Oh, wir kommen mit Goblins nicht klar, sie ziehen uns an den Hahn und bringen uns zum Wein. Gut, also hier sind wir nun. Das erste, was ich gemacht habe, war ihre Luftverteidigung mit einigen meiner neuen Heckenschützengewehre auf Vordermann zu bringen. Das Problem ist, sie benutzen keine Schusswaffen. Tut euch selbst einen Gefallen und helft ihnen, okay? Ihr findet sie südlich von hier. Alles klärchen! Alles klärchen! Okay. Ja, natürlich gehen wir jetzt weiter in die Richtung, wo wir noch nicht waren. Wir wollen ja wie immer vorankommen. Diesen Part war ich etwas ruhiger, weil ich so... Und das Stress dir, wenn hier überall immer die Gegner sind. Steinkrallengebirge, umkämpftes Territorium. Okay. Neue Gegend. Horde, Horde, Horde hier überall. Horde, ne? Aufpassen und so. Wo ist denn das jetzt hier, wo ich das abgeben kann? Ist irgendwo oben? Oder unten? Oder wo? Och, Manno. Wo denn? Da oben irgendwo. Weiß nicht, wo lang. Wäre das jetzt da oben gewesen? Weil hier ist doch... Nix. Oh Mann, oh ey. Jetzt renne ich hier wieder wie so eine Bekloppte durch die Gegend. Ich sollte einfach lernen, auf dem Pfad zu bleiben. Ich versuche ja immer nur die Abkürzung irgendwie zu nehmen. Feskelsee. Nee. Kommt man da oben irgendwie dann nach rechts oder so? Oder wo geht's lang? Und warum ruckelt es auf einmal so? Und wo bin ich hier überhaupt? Und, oh ja, ich mache einen Cut und dann sehen wir uns bei Fragezeichen wieder. Bis gleich. So, endlich habe ich den Pfad gefunden. Ich bin immer durch das falsche Tor gegangen und den ganzen Weg da hinten runter. Aber es gibt so einen kleinen geheimen Pfad, der hier oben hinführt. Und da ist dann auch der Mensch, den wir suchen. In dem Fall hier, Elf Kalen Freipfeil. Tut euch selbst einen Gefallen, hieß der Quest. Kalen Seufel benutzen Schusswaffen ganz ohne Probleme, meine liebe Segen. Gegen Kanonen habe ich allerdings etwas. Am Himmel wimmelt es nur so von schwer bewaffneten Orks, die auf noch schwer gepanzerten Windreitern sitzen. All unsere Bemühungen sind vom Himmel zu holen, sind gescheitert. Unsere Pfeile prallen normalerweise einfach von diesen widerwärtigen Kreaturen ab. Wenn es uns gelingen sollte, einen abzuschießen, benutzen die Orks ihre Goblin-Fallschirme und landen sicher auf dem Boden. Ihr müsst die Heckenschützenkanonen von Gnomenbus benutzen und damit erst die Windreiter des kriegshymnenden Clans und danach die Orks an den Fallschirm abschießen. Der einzige Weg nach unten ist im Leichensack. Wuhu, okay. Dann würde ich sagen, lege ich mal los, die hier abzubombardieren. Wenn ich fertig bin, dann sehen wir, hören wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich sie abgeschossen. Ja, man konnte die abschießen, dann haben sie halt ihre Fallschirme geholt. Und dann musste man nochmal drauf schießen und dann sind sie gestorben. Ausgezeichnete Arbeit, Alexei. Die Gnomentechnologie ist zwar leicht nervtötend, aber ziemlich wirksam. Jetzt sollten der Weg zur
Scherwindweste frei sein, okay? Jägerin Jalen wird erfreut sein zu hören, dass der Weg zur Scherwindweste jetzt frei ist. Bitte kehrt zur Sternstaubspitze zurück und informiert sie über unseren Erfolg. Sie wird mit ziemlicher Sicherheit noch mehr Arbeit für euch haben, da der Weg jetzt frei ist. Vielen Dank und viel Glück, meine Liebe. Jo, okay, das haben wir geschafft in diesem Part. Nicht ganz so viel, wie ich mir gewünscht hätte, aber kann ja mal vorkommen. Unten lauten übrigens schon wieder die Gegner von vorhin auf uns. Wir haben uns aber schön in Ruhe gelassen. Manchmal haben sie auf mich geschossen, aber nicht wirklich ernsthaft. Ja, muss ja auch nicht sein. Wir gehen nochmal eben hier schnell zurück und geben den Quest ab. Das können wir ja nochmal eben erledigen. Ist ja direkt hier um die Ecke. Hier ist der Weg zurück. Ich bin immer durch das Tor da vorne gegangen, nicht durch dieses. Egal. Jetzt kenne ich den Weg. Was führt euch hierher? Jetzt seid ihr Luft rein. Es sind unsere Hippogryphen in der Lage, sich frei ins Steinkrallengebirge zu bewegen. Gut gemacht, Alexian. Jetzt wenden wir uns wichtigeren Dingen zu. Was ihr am Volltreffer-Posten erlebt habt, war nur ein Beispiel für die Vernichtung, die Höllschrei hinter sich zurücklässt. Als Kriegshäuptling der Horde hat Höllschrei Kalimdor zum Territorium der Horde erklärt. Alle, die sich der Horde widersetzen, werden vernichtet. Wir sind die letzte Verteidigungslinie von Kalimdor. Wenn wir fallen, fällt Kalimdor. Die Horde muss aufgehalten werden. Begebt euch über den Steinkrallenpass ins Steinkrallengebirge und läuft in Richtung der schwelenden Bäume. Sucht Verbrenner von Krumgar, die den Wald zerstören, und tötet so viele ihr könnt. Aber Vorsicht, die Verbrenner sind mächtige Orks. Wenn ihr sie mit normalen Mitteln angreift, bedeutet das wahrscheinlich euren Tod. Zerstört die Ölkanister auf ihrem Rücken und sie werden von den Flammen verschlungen. Wenn ihr Erfolg habt, meldet euch bei Schildwache Heliana an der Scherwindmine. Sie wird neue Befehle für euch bereithalten. Okay, die ist ganz cool hier eigentlich, finde ich. Die Gerin Jalin, Meisterschützin. Die weiß, was sie tut. Wir hoffentlich auch im nächsten Part von World of Warcraft, Leute. Schalt wieder ein. Bis dann.